Hallo, meine Lieben. Ich habe jetzt heute, möchte ich euch zeigen, seid herzlich willkommen. Ich habe heute vom Verlag Kierzes Buchverlag von Volker Mottges, Mottges heißt es eigentlich, ein ganz schönes Streifzüge durch die Kunstwerke des Lebens sind ein Muss für Gedichteliebhaber und Leser, die hungrig auf literarische Genüsse sind. Es ist ein Streifzug durch die Kunstwerke des Lebens. Ja, und das ist das hier. Es ist wunderschön. Ich zeige es euch. Ja, und das hat mir der Autor, hat mich auserwählt. Damit ich auch mitlesen kann. Und das ist eben vom Kierzes Verlag, dieses hier. So, und ich zeige euch nochmal dieses Gewehr. Ja, das ist so. Und so, die ganze Büchersendung ist so angekommen. Und vielleicht war es gestern schon angekommen, weil gestern war ich natürlich nur drinnen. Ja, und damit möchte ich dem Verlag danken, dass sie mir das gesendet haben und auch dem Autor Johann Volker Mottges, oder wie man es ausspricht. Ja, und so schenke ich euch eben auch oder Ihnen im Autor und dem Verlag diese Blümchen. Ja, ich hoffe, es gefällt. Ja. So, dann möchte ich euch nochmal zeigen, weil ich möchte euch auch, das war eben so angekommen heute. Ich möchte das einfach mit ins Video nehmen. Ja, und so lese ich jetzt euch noch ein bisschen aus diesem wunderschönen Gedichteband vor. Ich habe die Lesebrille. Ja, fangen wir mal an. Und ich habe mir was ausgesucht. Er schreibt ja auch, er wandelt auf den Spuren von Heinrich Heines, kleiner Deutschlandreise. Wo liegt eigentlich wirklich dieses gelobte Deutschland? Diese Reise widmet der Autor allein über 77 Strophen. Ist das richtig? Die Stationen sind die Pfalz, Bayern, Leipzig, Berlin und die Ostseeküste. Und er nimmt uns auch mit auf eine poetischen Spaziergänge wie der Frühling naht, Waldspaziergang, Neujahrsspaziergang und viele andere. Es gibt auch die poetischen Liebes- und erotischen Gedichten, wo man sich auch verführen lassen kann. Also ich möchte euch jetzt eines davon mal vorlesen. Also das von Deutschland hat ja 77 Strophen, ist ein bisschen zu lange. Aber ich möchte euch, es hat auch wunderschöne Illustrationen, Fotos oder wie man sagt. Fotonachweise, wie auch hier. Ich möchte das für den Frühling. Das habe ich mir schon gelesen und noch anderes. Der Frühling naht hinaus, hinaus in die Weite der Natur. Unsere Herzen sich sehnen nach Blüten in Heide und Waldesflur. Dass sie uns den Frühling bringen und all die Vögel singen, einladen zur Wandertour. Die Lungen weit geöffnet. Den Rucksack umgeschnallt, die Lippen voller Lieder, ihr Echo widerhallt. Im Tal hell glitzert der See, ganz seichte Wellen ihn streicheln. Keine Füße vor Kälte tun heut weh, weggetauter alte Schnee. Hervorkommen nur Bucheckern und Eicheln. Die Füchse Marder, Wiesel und Dachs, sie kommen aus ihren Bauen gekrochen. Sie tanzen froh in Ringelreihen und freuen sich auf warme Wochen. Sie blinzeln hungrig der Sonne zu. Endlich ist's vorbei mit der langen Wintersruh. Auch bald die Bienen ihre Lieder wieder summen, noch kuscheln sie müde und warm im Stock ganz verstummen. Blumen und Bäume drücken verhalten schon Knospen hervor. Wir sehnen
Wie sehnen wir uns doch nach den Frühlingsliedern in unserem Ohr. Die Weihnachtskugeln im Keller wohl verstaut, Gedankenreigen die Maienbäumen schon längst aufgebaut. Wir luschern beim Wandern über die Wiesen gebannt, die Sonne schon wärmt, die blassen Gesichter und auch die Hand. Noch stecken wir wohl verhüllt in Kapuzen und Jacken, ein Schal noch umhüllt, wärmend den Hals und den Nacken. Unseren Weg kreuzen gerade ein Hirsch, aber auch Schnecken. Wie gern würden wir mit lauten Trompeten den Frühling heute vollends wecken. Ja, das sind auch wirklich wunderschöne solche Illustrationen gezeichnete an den Rändern. Ja, der Waldspaziergang. Moment, ich möchte jetzt euch noch eines oder zwei über die Liebe. Ich möchte dich entführen. Ja, das ist also die Liebe einfach nur genießen. Schaut mal, wie schön. Und das Cover, es ist so wunderschön. Ich liebe es. Ja, sehr schön, mit dem Tintenfass und dem geschriebenen Buch. Die Liebe einfach nur genießen. Was ist, was unsere Liebe gemeinsam stets nähren? Auch wenn wir oft hadern, sie aber dennoch zutiefst begehren, wir können uns ihrer Kraft einfach nicht erwehren. Auch die ständigen Liebkosungen und Zärtlichkeiten, diese bis tief in unsere Körper uns begleiten, wenn wir uns oft selbst darüber erschrecken und es versuchen, vor allem und jeden zu verstecken. Unsere Liebe ist wie ein stetig fließender Fluss, in dem wir gerne baden, mit vollem Genuss. Unsere Liebe, sie kann nicht weiter erblühen, seht unsere Wangen, wie sie vor Wonne und Sehnsucht jetzt schon erglühen. Es ist nur schade, dass nur sehr wenige Menschen, so wie wir jetzt fühlen, die meisten Menschen sich stetig, aber umsonst, um ihre Liebsten sich bemühen. Dann ein neues, ich möchte dich entführen, ich möchte dich jetzt gern entführen, auf einem weißen Ross geschwind, hui, wie schön. Für Stunden, Tage, liebe Wochen, unser ständiger Begleiter ist nur der Wind, lass unsere Körper nur bedecken, von unseren Händen Haar und Mund, lass uns tief lieben und entdecken, unsere Liebe tun wir keinem Kund. Und da hat es ja wirklich diese schöne Herzchen. Ja. Dann ein Gedicht für dich, mein Schatz. Seit vielen Tagen schlägt unser Herz schon gemeinsam. Kein Augenblick der Tage mehr, wo wir uns fühlen, noch einsam. Oft rinnen Tränen über meine Wangen dahin. Ich sehe dich fragend an und erbete den Sinn. Deine Lippen hauchen leise, sie verkünden die Liebe. Du sehnst dich nach mir, möchtest, dass ich immer bliebe. Darf ich in Zukunft auch vor dir weinen? Ich liebe dich innig, ohne dass wir uns immer müssen vereinen. Wie eine Verschmelzung fühlen wir unsere Glückestriebe. Verhalten müssen wir uns oft mit Honigtopfdiebe. Es war heute wieder bezaubernd schön, diese 8 Tage mit dir sollte niemals vergehen, denn ich habe mich auch wieder neu verliebt. Es ist wie ein Wunder, dass es so etwas noch gibt. Genießen wir noch die gemeinsamen Tage schön, hab nicht davor Angst, ich könnte von dir für immer gehen. Kein Platz der Welt kann so schön sein wie hier, darum gebe ich viel dafür, um immer zu sein bei dir. Vielleicht ziehen wir gemeinsam mal an einen anderen Ort, wo es dann sein wird. Dieses dort. Dort kann überall sein, nur eben nicht hier. Wir werden dann aber nicht allein sein, wir sind dann sicher 4. Die beiden Katzen werden dann sicher mit uns gehen und werden es genauso finden wie wir auch. Schön. Leidest du in einsamen Stunden tiefe Herzensnot, geh an dein Fenster und genieße in Gedanken mit mir das Abendbrot. Schnell wirst du die Sehnsucht nach mir überwinden, denn wir werden uns immer schnell wiederfinden. Dass wir uns kennen, lieben und nach uns sehnen, das verdanken wir Gott, das was für ein Segen. Es kommt vielleicht der Tag, wo wir da vielen Menschen locken, wenn hoch die Sonne steht und es läuten für uns die Glocken. Dann nämlich, wenn wir sie laden zu unserer Hochzeitsfeier, dich ziert ein Kleid mit einem unendlich langen Schleier, dann führe ich meine zitternden Lippen zu deinem Munde. Jetzt ist gekommen unsere Stunde. Was ist,
das jetzt in unserem Herzen für ein Gefühl? Alles verweht, dieses im Inneren ängstlichen Gewühl. Wie oft setzte die Sehnsucht einen Schmerz, tiefe Wunden schnitt sie immer wieder in unser Herz. Wir blicken dennoch immer wieder gerne zurück, jetzt wartet vor uns nur noch das gemeinsame Glück. Ja, ich sag es noch, ich denk an dich. Ich bin schon wach und denk an dich, kann es was Schöneres geben? Wir stehen im Licht, mach einer nicht, manch einer nicht. Weiter werden die Stunden vergehen, sicher auch Wochen, wo wir uns auch nicht mal sehen, aber es lässt uns immer wieder hoffen. Nur wenige Stunden müssen vergehen, keine Wochen, bis wir uns am Freitag wiedersehen und sind dann Stunden unendlich verbunden, mal liegend und auch mal stehend. Gefühle veränderten unser Herz, doch auch sehr oft war da ein Schmerz, kroch er hoch und blieb darin. Was für eine Qual uns doch beherrschte, unsere Gedanken kennen nur Hoffen und keine Schranken. Ein Jahr liegt jetzt vor uns, wir werden sehen, es bringt viel Gutes. Zwar auch mal flehen, dass schnell die Zeit verrinnt, bis zum nächsten Wiedersehen. Aber auch dieses wird kommen und bleibt vielleicht auch endlich einmal Wochen. Dann kommen noch Gedanken an viele schöne Tage. Ja, das überlasse ich dann euch. Ich möchte jetzt euch das wirklich ans Herz legen, denn es ist ein wirklich wundervollen Lyrikband. Das Buch von, ich muss immer die Lesebrille, Johann Volker Motschgert, Streifzüge durch die Kunstwerke des Lebens. Also, es hat, die Zeit ist um, sind, es hat insgesamt, also mit 72 Seiten bisher, ja. Ja, und ist auch, 2014 ist auch erst erschienen. Dann die ISBN-Nummer 978-3-9814-7082-6. Also so wünsche ich euch, ich zeige jetzt noch einen vielen herzlichen Dank nochmals, wie gesagt, an die, an den Verlag und an den Autor. Herr Motschgert, vielen herzlichen Dank, ich freue mich riesig. Ja, und ich freue mich jetzt auch, das auch bei LB mitzulesen. Vielen herzlichen Dank. So, und so wünsche ich euch wirklich einen wunderschönen Abend, schöne Woche noch, Mitte der Woche. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal die Bilder. Genau, und das ist das wunderschöne Buch. Also, habt's gut, macht's gut und lest es, holt es euch. Es ist wirklich wunderschön. Vielen herzlichen Dank nochmal an Autor und an den Verlag. Danke, danke, danke. Bye bye. Pussy Baba. Ciao.